Dass Fanny Hensel einen Maler heiraten durfte, war für ihre Zeit und für ihren sozialen Kontext schon ein ganz großer Glücksfall. Denn mit ihrem künstlerisch seelenverwandten Ehemann gestaltete sie zumindest zwei kalligraphische Prachtbände, in denen Kompositionen von ihr mit Vignetten von ihm ergänzt werden. Beim Reisealbum des Ehepaars Hensel handelt es sich keinesfalls um eine reine Dokumentation, wie wir es vielleicht mit einem Fotoalbum unserer Urlaubsreise anlegen würden. Fanny Hensel schrieb am 4. Mai 1840 aus Rom an ihre Schwester, die zu diesem Zeitpunkt in Berlin war. Ich habe in der letzten Zeit mehreres komponiert und meinen Klavierstückchen, die ich hier gemacht, Namen von hiesigen Lieblingsplätzen gegeben. Teils sind sie mir wirklich an den Orten eingefallen, teils habe ich sie im Sinn dabei gehabt. Und es wird mir künftighin ein angenehmes Andenken sein, eine Art von zweitem Tagebuch. Glaube aber nicht, dass ich sie beim Vorspielen so nenne. Das ist bloß fürs Haus. Das Reisealbum besteht aber nicht nur aus Klavierstücken. Neben klavierbegleiteten Sololiedern und Duetten finden sich darin auch zwei Vokalquartette a cappella. Diese Vokalquartette verweisen auf eine Praxis des geselligen Singens. Man muss sich vorstellen, eine Gruppe von Leuten, Freunden, Bekannten ziehen miteinander hinaus, wo es kein Klavier gibt, mit dem vielleicht dieser Gesang hätte begleitet werden können. Sie singen nur vierstimmig. Von Felix Mendelssohn Bartholdy gibt es auch ein sehr schönes Zitat, das ich jetzt nur sinngemäß wiedergeben kann, in dem er beschreibt: Was gibt es Schöneres, als die Musik so ganz in sich zu haben, wenn man unter Freunden durch die Gegend zieht? Dieses Projekt Raum für Fanny Hensel bedeutet für die Universität aus meiner Sicht sehr viel, denn es zeigt, wie wundervoll die Kolleginnen und Kollegen aus dem künstlerischen Bereich, aus dem wissenschaftlichen Bereich und auch aus dem pädagogischen Bereich eng zusammenarbeiten und gemeinsam Projekte gestalten, gemeinsam nachdenken über Prozesse, über Inhalte. Und das hat eigentlich diese Corporate Identity, wir sind MDW, sehr gestärkt. Abgesehen davon, dass wir der Frau Fanny Hensel auch als Komponistin einen großen Raum und großen Platz geben konnten und wirklich mal auf sie hinweisen und sie in den Vordergrund zu stellen. Die Folge der Kompositionen im Reisealbum folgt einem genau kalkulierten Plan, denn es handelt sich dabei um einen imaginären Erinnerungsort, den sich die Eheleute so einrichteten, wie sie ihn sich ins Gedächtnis rufen wollten. Mit unserer CD liegt erstmals eine Einspielung vor, die ganz genau dem Willen der Komponistin und des Malers folgt.